Verhaftung und erster Prozess von Ted Bundy. Am 16. August 1975 wurde Bundy von dem Beamten der Utah Highway Patrol, Bob Hayward, in Granger, einem anderen Vorort von Salt Lake City, festgenommen. Hayward beobachtete, wie Bundy in den Stunden vor der Morgendämmerung durch ein Wohngebiet fuhr und mit hoher Geschwindigkeit zu fliehen versuchte, nachdem er den Streifenwagen gesehen hatte. Hayward bemerkte, dass der Beifahrersitz des Volkswagens entfernt und auf die Rücksitze gelegt worden war, und durchsuchte daraufhin das Auto. Er fand eine Skimaske, eine zweite Maske aus Strumpfhosen, ein Brecheisen, Handschellen, Müllsäcke, eine Seilrolle, einen Eispickel und andere Gegenstände, die zunächst für Einbruchswerkzeuge gehalten wurden. Bundy erklärte, dass die Skimaske zum Skifahren sei, er habe die Handschellen in einem Müllcontainer gefunden und der Rest seien gewöhnliche Haushaltsgegenstände. Detective Jerry Thompson erinnerte sich jedoch an einen ähnlichen Verdächtigen und eine ähnliche Autobeschreibung aus der Entführung von Darange im November 1974 und an Bundys Namen aus Klöpfers Telefonanruf im Dezember 1974. Bei einer Durchsuchung von Bundys Wohnung fand die Polizei einen Führer zu den Skigebieten in Colorado mit einem Häkchen beim Willwood Inn und eine Broschüre, die für das Theaterstück der Vivemont High School in Bountiful wirbt, wo Deborah Kent verschwunden war. Die Polizei hat nicht genügend Beweise, Bundy zu verhaften. Bundy sagte später, dass die Polizisten eine versteckte Sammlung von Polaroid-Fotos seiner Opfer verpasst hätten, die er nach seiner Freilassung zerstörte. Die Polizei von Salt Lake City stellte Bundy unter 24 Stunden Überwachung und Thompson flog mit zwei anderen Detectives nach Seattle, um Klöpfer zu befragen. Sie erzählte ihnen, dass sie im Jahr von Bundys Umzug nach Utah Gegenstände in ihrem Haus und in Bundys Wohnung entdeckt hatte, die sie nicht verstehen konnte. Zu diesen Gegenständen gehörten Krücken, eine Tüte Gips, die er aus einem Sanitätshaus stiehlt, und ein Fleischerbeil, das nie zum Kochen verwendet wurde. Weitere Gegenstände waren Operationshandschuhe, ein orientalisches Messer in einer Holzkiste, das er in seinem Handschuhfach aufbewahrte, und ein Sack voller Damenbekleidung. Bundy war ständig verschuldet und Klöpfer vermutete, dass seine wertvollen Besitztümer alle gestohlen waren. Als sie ihn wegen einem neuen Fernseher und einer Stereoanlage konfrontierte, warnte er sie: "Wenn du es jemandem erzählst, breche ich dir das verdammte Genick." Sie sagte, Bundy sei sehr aufgebracht, wenn sie daran dachte, ihr Haar zu schneiden, das lang und in der Mitte gescheitelt war. Manchmal wachte sie mitten in der Nacht auf und fand ihn mit einer Taschenlampe unter der Bettdecke, während er ihren Körper untersuchte. Er hat einen Radschlüssel zum Schutz im Kofferraum ihres Autos aufbewahrt, ein weiterer Volkswagen Käfer, den er sich oft ausgeliehen hatte. Die Detectives bestätigten, dass Bundy in keiner der Nächte, in denen die Opfer des pazifischen Nordwestens verschwunden waren, bei Klöpfer gewesen sei, noch an dem Tag, an dem Ott und Neslund entführt wurden. Kurz darauf wurde Klöpfer von der Seattle-Ermittlerin Kathy McChesney interviewt und erfuhr von der Existenz von Stephanie Brooks und ihrer kurzen Verlobung mit Bundy um Weihnachten 1973. Im September verkaufte Bundy seinen VW Käfer an einen Teenager aus Midvale. Die Polizei von Utah beschlagnahmte es und FBI-Techniker zerlegten und durchsuchten es. Sie fanden Haare, die mit Proben von Karen Campbells Körper übereinstimmten. Später identifizierten sie auch Haarsträhne, die mikroskopisch nicht unterscheidbar von denen von Melissa Smith und Carol Darange waren. FBI-Laborspezialist Robert Neal kam zu dem Schluss, dass das Vorhandensein von Haarsträhnen in einem Auto, die zu drei verschiedenen Opfern passen, die sich noch nie getroffen hatten, ein Zufall von unglaublicher Seltenheit wäre. Am 2. Oktober stellten Detectives Bundy in eine Aufstellung. Darange identifizierte ihn sofort als Officer Roseland und Zeugen aus Bountiful erkannten ihn als den Fremden im Auditorium der High School. Es gab aber nicht genügend Beweise, um ihn mit Deborah Kent in Verbindung zu bringen, deren Leiche nie gefunden wurde. Es gab mehr als genug Beweise, um ihn wegen schwerer Entführung und versuchter krimineller Körperverletzung im Fall Darange anzuklagen.
Er wurde gegen eine Kaution von 15.000 US-Dollar freigelassen, die von seinen Eltern bezahlt wurde, und verbrachte die meiste Zeit zwischen Anklage und Prozess in Seattle, wo er in Klöpfers Haus lebte. Die Polizei von Seattle hatte keine ausreichenden Beweise, um ihn wegen der Morde im pazifischen Nordwesten anzuklagen, behielt ihn jedoch unter strenger Beobachtung. Als Ted und ich auf die Veranda traten, um irgendwo hinzugehen, schrieb Klöpfer, gingen so viele Polizeiautos an, dass er sich anhörte wie der Beginn des Indy 500. Doch Bundy beteuerte stets seine Unschuld. Im November trafen sich die drei leitenden Ermittler von Bundy, Jerry Thompson aus Utah, Robert Capel aus Washington und Michael Fisher aus Colorado in Aspen, Colorado, und tauschten Informationen mit 30 Detectives und Staatsanwälten aus 5 Bundesstaaten aus. Während Beamte das Treffen, später bekannt als Aspen Summit, verließen und überzeugt waren, dass Bundy der gesuchte Mörder war, stimmten sie zu, dass mehr harte Beweise benötigt würden, bevor er eines der Morde angeklagt werden könnte. Im Februar 1976 stand Bundy wegen der Entführung von Darange vor Gericht. Auf Anraten seines Anwalts John O'Connell verzichtete Bundy aufgrund der negativen Schlagzeilen auf eine Jury. Nach einem 4-tägigen Bankprozess und einem Verhandlungswochenende befand ihn Richter Stuart Hansen Jr. der Entführung und Körperverletzung für schuldig. Im Juni wurde er zu einer bis zu 15 Jahre Haftstrafe im Staatsgefängnis von Utah verurteilt. Im Oktober wurde er im Gebüsch des Gefängnishofes mit einem Fluchtset, welcher aus Straßenkarten, Flugplänen und einem Sozialversicherungsausweis bestand, gefunden und verbrachte mehrere Wochen in Einzelhaft. Später in diesem Monat beschuldigten ihn die Behörden von Colorado des Mordes an Karen Campbell. Nach einer Widerstandsperiode verzichtete er auf ein Auslieferungsverfahren und wurde im Januar 1977 nach Aspen überstellt. Die erste Flucht. Am 7. Juni 1977 wurde Bundy 64 Kilometer vom Garfield County Gefängnis nach Aspen für eine vorläufige Anhörung transportiert. Er hatte sich entschieden, als sein eigener Anwalt zu fungieren und wurde daher vom Richter vom Tragen von Handschellen oder Beinfesseln befreit. Während einer Pause bat er darum, die Rechtsbibliothek des Gerichtsgebäudes zu besuchen, um seinen Fall zu recherchieren. Während er hinter einem Bücherregal vor den Blicken seiner Wachen geschützt war, öffnete er ein Fenster und sprang vom zweiten Stock zu Boden, wobei er sich bei der Landung seinen rechten Knöchel verletzte. Nachdem er eine äußere Kleidungsschicht abgelegt hatte, ging er durch Aspen, als Straßensperren am Stadtrand errichtet wurden, und wanderte dann nach Süden auf nach Aspen Mountain. In der Nähe des Gipfels brach er in eine Jagdhütte ein und stahl Nahrung, Kleidung und ein Gewehr. Am nächsten Tag verließ er die Hütte und fuhr weiter nach Süden, verirrte sich jedoch im Wald. 2 Tage lang wanderte er ziellos auf dem Berg umher und verfehlte 2 Pfade, die nach unten zu seinem Ziel führten. Am 10. Juni brach er am Maroon Lake, 16 Kilometer südlich von Aspen, in einen Wohnwagen ein und nahm Essen und einen Skiparker mit. Aber anstatt weiter nach Süden zu gehen, ging er zurück nach Norden in Richtung Aspen, wobei er Straßensperren und Suchtrupps auf dem Weg umging. 3 Tage später stahl er am Rande des Aspen Golfkurs ein Auto. Es war kalt, er hatte keinen Schlaf und ständige Schmerzen durch seinen verstauchten Knöchel. Er fuhr also zurück nach Aspen, wo er in eine Polizeikontrolle geriet, durch sein auffälliges Fahrverhalten. Er war bis dahin seit 6 Tagen auf der Flucht. Im Auto befanden sich Karten der Bergregion um Aspen. Seine Flucht war also geplant. Zurück im Gefängnis in Glenwood Springs ignorierte Bundy den Rat von Freunden und Rechtsberatern, nicht mehr zu fliehen. Vorverfahrensanträge wurden konsequent zu seinen Gunsten entschieden und bedeutende Beweisstücke für unzulässig erklärt. Ein vernünftiger Angeklagter hätte vielleicht erkannt, dass er eine gute Chance auf einen Freispruch hatte und dass das Besiegen der Mordanklage in Colorado wahrscheinlich andere Staatsanwälte davon abgehalten hätte. Hätte Ted durchgehalten, hätte er ein freier Mann sein können. Stattdessen stellte Bundy einen neuen Fluchtplan zusammen.
Er erwarb einen detaillierten Grundriss des Gefängnisses und ein Bügelsägeblatt von anderen Insassen und sammelte $500 in bar, die über einen Zeitraum von 6 Monaten von Besuchern, insbesondere Carol Ann Boone, eingeschmuggelt wurden. Abends, während andere Gefangene duschten, sägte er ein Loch in die Decke seiner Zelle und konnte sich, nachdem er 16 Kilo abgenommen hatte, hindurchzwängen. In den folgenden Wochen machte er eine Reihe von Übungsläufen, um den Raum zu erkunden. Mehrere Meldungen eines Informanten über Bewegungen innerhalb der Decke während der Nacht wurden nicht untersucht. In der Nacht zum 30. Dezember, während der Großteil des Gefängnispersonals in den Weihnachtsferien und ein paar gewaltlose Gefangene mit ihren Familien im Urlaub waren, stapelte Bundy Bücher und Akten in seinem Bett. Er bedeckte sie mit einer Decke, um seinen schlafenden Körper zu simulieren, und kletterte in sein Loch. Er durchbrach die Decke der Wohnung des Chefaufsehers, der mit seiner Frau unterwegs war, zog Straßenkleidung aus dem Schrank des Aufsehers an und ging durch die Haustür in die Freiheit. Nachdem Bundy ein Auto gestohlen hatte, fuhr er von Glenwood Springs ostwärts, aber das Auto hatte bald eine Panne in den Bergen. Ein vorbeifahrender Autofahrer fuhr mit ihm nach Vail, das 97 Kilometer östlich liegt. Von dort nahm er einen Bus nach Denver, von wo er aus einen Morgenflug nach Chicago bestieg. In Glenwood Springs entdeckte man die Flucht erst am Mittag des 31. Dezember, mehr als 17 Stunden später. Bundy war zu diesem Zeitpunkt bereits in Chicago. Von Chicago reiste Bundy mit dem Zug nach Ann Arbor, Michigan, wo er am 2. Januar in einer öffentlichen Taverne anwesend war. 5 Tage später stahl er wieder ein Auto und fuhr nach Atlanta, wo er in einem Bus stieg und in Tallahassee in Florida ankam. Er mietete ein Zimmer unter dem Decknamen Chris Hagen in Holiday Inn in der Nähe des Campus der Florida State University. Bundy sagte später, dass er ursprünglich beschlossen habe, eine legitime Anstellung zu finden und weitere kriminelle Aktivitäten zu unterlassen, da er wusste, dass er wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit frei und unentdeckt in Florida bleiben könnte, solange er nicht die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Aber seine einzige Bewerbung auf einer Baustelle musste aufgegeben werden, als er aufgefordert wurde, einen Ausweis vorzulegen. Er kehrte also zu seinen alten Gewohnheiten zurück, zum Ladendiebstahl und des Diebstahls von Kreditkarten aus den Brieftaschen von Frauen, die in Einkaufswagen zurückgelassen wurden. In den frühen Morgenstunden des 15. Januar 1978, eine Woche nach seiner Ankunft in Tallahassee, betrat Bundy das Chi Omega Studentenhaus durch eine Hintertür. Ab etwa 2.45 Uhr schlug er Margaret Bowman, 21, mit einem Stück Eichenholz, während sie schlief, und würgte sie dann mit einem Nylonstrumpf. Dann betrat er das Schlafzimmer der 20-jährigen Lisa Levi und schlug sie bewusstlos. Er würgte sie, riss eine ihrer Brustwarzen heraus, biss tief in ihr linkes Gesäß und misshandelte sie mit einer Haarsprayflasche. In einem angrenzenden Schlafzimmer griff er Kathy Cleaner an, brach ihr den Kiefer und riss ihr die Schulter heraus. Danach kam Karen Chandler, die eine Gehirnerschütterung, einen gebrochenen Kiefer, einen Zahnverlust und einen zerquetschten Finger davontrug. Chandler und Cleaner überlebten den Angriff. Cleaner führte ihr Überleben darauf zurück, dass Autoscheinwerfer das Innere ihres Zimmers erhellten und den Angreifer verscheuchten. Kriminalbeamten von Tallahassee stellten fest, dass die 4 Angriffe in insgesamt weniger als 15 Minuten stattfanden. In Hörweite von mehr als 30 Zeugen, die allerdings nichts hörten. Nachdem er das Haus der Studentenvereinigung verlassen hatte, brach Bundy in eine Kellerwohnung 8 Blocks entfernt ein und griff die Studentin Cheryl Thomas an, wobei sie sich die Schulter ausrenkte und sich Kiefer und Schädel an 5 Stellen brach. Sie blieb mit dauerhafter Taubheit und Gleichgewichtsschäden zurück, die ihre Tanzkarriere beendeten. Auf Thomas' Bett fand die Polizei einen Spermafleck und eine Strumpfhosenmaske mit 2 Haaren, typisch für Bundy. Am 8. Februar fuhr Bundy in einem gestohlenen Van nach Jacksonville.
Auf einem Parkplatz näherte er sich der 14-jährigen Leslie Parmenter, der Tochter des Polizeichefs der Jacksonville Police Department, zog sich jedoch zurück, als Parmenters älterer Bruder ankam und ihn herausforderte. An diesem Nachmittag fuhr er 60 Meilen nach Lake City zurück. In der Lake City Junior High School wurde die 12-jährige Kimberly Deanne Leach am nächsten Morgen von einem Lehrer in ihren Klassenzimmer gerufen, um eine vergessene Handtasche zu holen. Sie kehrte allerdings nie wieder zurück. 7 Wochen später wurden ihre teilweise mumifizierten Überreste nach intensiver Suche in einem Schweinestall gefunden. Sie schien vergewaltigt und dann mit einem Messer durch Halsverletzungen getötet worden zu sein. Am 12. Februar stahl Bundy ein Auto und floh aus Tallahassee. 3 Tage später, gegen 1 Uhr, wurde er von dem Polizisten David Lee in Pensacola in der Nähe der Staatsgrenze von Alabama angehalten, nachdem eine Polizeikontrolle ergab, dass ein Volkswagen-Käfer gestohlen wurde. Als ihm mitgeteilt wurde, dass er verhaftet wird, trat Bundy Lees Beine unter ihm weg und rannte los. Lee feuerte einen Warnschuss ab, gefolgt von einem zweiten Schuss, verfolgte ihn und attackierte ihn. Die beiden kämpften um Lees Waffe, bevor der Beamte Bundy schließlich überwältigte und festnahm. In dem gestohlenen Fahrzeug befanden sich 3 Ausweise von Studentinnen, 21 gestohlene Kreditkarten und ein gestohlener Fernseher. Als Lee seinen Verdächtigen ins Gefängnis brachte, ohne zu wissen, dass er gerade einen der 10 meistgesuchten Flüchtigen des FBI festgenommen hatte, hörte er Bundy sagen: "Ich wünschte, du hättest mich getötet." Nach einem Ortswechsel nach Miami stand Bundy im Juni 1979 wegen der Morde und Übergriffe von Chi Omega vor Gericht. Der Prozess wurde von 250 Reportern aus 5 Kontinenten verfolgt und war der erste, der in den Vereinigten Staaten landesweit im Fernsehen übertragen wurde. Trotz der Anwesenheit von 5 vom Gericht bestellten Anwälten übernahm Bundy wieder einen Großteil seiner eigenen Verteidigung. Von Anfang an sabotiert er die gesamte Verteidigungsanstrengung aus Trotz, Misstrauen und grandioser Täuschung, schrieb Nelson später. Ted stand vor einer Anklage wegen Mordes mit einer möglichen Todesstrafe und alles, was ihm anscheinend wichtig war, war, dass er das Sagen hatte. Laut Mike Minevra, einem Tallahassee-Pflichtverteidiger und Mitglied des Verteidigungsteams, begann ein Vorverfahren im Strafprozess, in dem die Todesstrafe für Bundy verhandelt wurde. Plädierten Levi, Bowen und Leach im Austausch für eine 75-jährige Haftstrafe. Die Staatsanwälte waren dem nicht abgeneigt, weil die Prognose in diesem Fall zu verlieren sehr hoch standen. Bundy hingegen sah dieses Plädoyer-Deal nicht nur als Mittel zur Vermeidung der Todesstrafe, sondern auch als taktischen Schachzug. Er konnte sein Plädoyer einreichen und dann einige Jahre warten, bis Beweise zerfielen oder verloren gingen und Zeugen starben oder ihre Aussage zurückzogen. Er hätte sich schuldig bekennen müssen, um seine Todesstrafe in eine lebenslange Haftstrafe wandeln zu können. Doch in letzter Minute lehnte Bundy den Deal ab. Es wurde ihm klar, dass er von der ganzen Welt aufstehen und sagen müsse, dass er schuldig sei, sagte Minevra. Er konnte das einfach nicht. Bei der Verhandlung kamen entscheidende Zeugenaussagen von den Chi Omega Studentenmitgliedern Connie Hastings, die Bundy an diesem Abend in der Nähe des Chi Omega Hauses sah, und von Nita Nuri, die ebenfalls sah, wie er das Haus mit der Mordwaffe aus Eichenholz verließ. Belastende Beweise waren zum Beispiel Bisswunden, die Bundy Lisa Levi's Gesäß zugefügt hatte, die Forensik mit Abgüssen von Bundys Zähnen verglichen. Die Jury beriet weniger als 7 Stunden, bevor sie ihn am 24. Juli 1979 wegen der Morde Bowman und Levi, 3-fachen versuchten Mordes 1. Grades und 2-fachen Einbruchdiebstahls verurteilte. Der Prozessrichter Edward Coward verhängte mehrere Todesurteile für die Morde. 6 Monate später fand in Orlando ein 2. Prozess wegen der Entführung und Ermordung von Kimberly Leach statt. Bundy wurde nach weniger als 8 Stunden Beratung erneut für schuldig befunden. Hauptsächlich aufgrund der Aussage eines Augenzeugen, der gesehen hatte, wie er Leach vom Schulhof zu seinem gestohlenen Lieferwagen führte.
Wichtige materielle Beweise waren Kleidungsfasern mit einem ungewöhnlichen Herstellungsfehler, die im Lieferwagen und an Leachs Körper gefunden wurden und die mit Fasern aus der Jacke übereinstimmten, die Bundy bei seiner Festnahme trug. Während der Strafphase des Prozesses nutzte Bundy ein obskures Gesetz aus Florida, das vorsah, dass eine Eheerklärung vor Gericht in Anwesenheit eines Richters eine legale Ehe darstelle. Als er die ehemalige DIS-Mitarbeiterin des Staates Washington, Carol Ann Boone, befragte, die nach Florida gezogen war, um in der Nähe von Bundy zu sein, die in beiden Prozessen für ihn aussagte, bat er sie, ihn zu heiraten. Sie akzeptierte und Bundy erklärte dem Gericht, dass sie rechtmäßig verheiratet wären. Ein Wahnsinns-TV-Spektakel. Spätestens ab da waren die Säle immer voller und Ted mutierte zu einer Art Ikone. Am 10. Februar 1980 wurde Bundy zum dritten Mal zum Tod durch den elektrischen Stuhl verurteilt. Als das Urteil verkündigt wurde, stand er angeblich auf und rief: „Sagen Sie den Geschworenen, dass sie falsch liegen." Dieses dritte Todesurteil sollte fast 9 Jahre später vollstreckt werden. Im Oktober 1981 brachte Boone eine Tochter zur Welt und nannte Bundy als Vater. Während eheliche Besuche im Rayford-Gefängnis nicht erlaubt waren, war bekannt, dass Wärter bestochen wurden, damit sie intime Zeit alleine verbringen konnten.